Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Sonic Colors. Im letzten Part haben wir meine Lieblingswelt Aquarium Park abgeschlossen. Und nun sind wir in der, ich glaube, sechsten Welt des Spiels. Und man sieht auch schon, dass alles ein bisschen düsterer aussieht mit diesem grünlichen Wasser. Und ihr seht die Gondeln da. Die werden uns hier auf jeden Fall auch begegnen. Asteroid Coaster heißt diese Welt. Und der Name ist Programm. Ähnlich wie Starlight Carnival spielt das Ganze nicht im Freizeitpark, sondern außerhalb, also im Weltall. Und diese Achterbahnen hier werden uns auch noch begleiten. Mein Timing ist so gut, es ist unfassbar. Aber Hauptsache, wir kommen hier durch. Das Besondere an dieser Welt, könnte man sagen, ist die Tatsache, dass man hier sehr oft durch die Gegend fliegt. Und da wirklich aufpassen muss, dass man nicht im Abgrund landet oder in diesem grünlichen Wasser. So, und hier haben wir das letzte Wisp dieses Spiels. Ändere die Gestalt mit einem Mega-Wisp, um zur lila Rage, Rage, zu werden. Ich liebe dieses Wisp. Es sieht erstmal total lustig aus. Also, schaut es euch an. Es grinst, mehr oder weniger. Es sieht ein bisschen gruselig aus. Und zwar können wir uns durch alles Mögliche durchfressen und je mehr wir fressen, das war jetzt etwas suboptimal, desto größer werden wir. Nom 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 nom. Nur die Steuerung ist etwas schwierig, aber ich glaube, man sieht, dass wir immer größer werden. Und einmal hier rum. Hep. Und hier muss man ein bisschen aufpassen, weil ihr seht, in dieses grüne Wasser möchten wir nicht unbedingt fallen. Hep, hep. Also man muss hier wirklich ein bisschen aufpassen. Wir wollen wieder rüber. Wir wollen die Achterbahn auf jeden Fall wechseln. Sonst landen wir im Abgrund. Und hep. Und ich glaube, ich möchte hier abspringen. Weil in den Abgrund fahren möchte ich eigentlich nicht. Zack. Auch hier gilt wieder, es gibt mehrere Wege, die zum Ziel führen. Und ich hätte echt mal gerne wieder einen Checkpoint. Wäre voll toll, aber ich glaube, den habe ich gekonnt verpasst. Ah, da ist einer. Was war das denn? Wie unfair. Nee, jetzt sind wir wieder ganz hier am Anfang. Also ich habe irgendwo garantiert einen Checkpoint verpasst. Aber das war echt mies. Naja, dann sehen wir das schöne Wisp nochmal. Ist ja auch was wert. Da war garantiert irgendwo ein Checkpoint. Ich habe den nur nicht gesehen. Wow, jetzt sind wir schon echt riesig. Wow, Frame-Einbrüche vom Feinsten. Sehr gut, was passiert denn, wenn ich hier hochgehe? Ist hier irgendwas? Nee, ist glaube ich nur ein roter Ring, kann das sein? Ah nee, es ist der gleiche Weg. Okay. Ich glaube, ich versuche mal diesmal durch den roten Ring zu springen. Oder? Zack. Okay. Ich gehe mal hier rüber. Weil hier ist ein Checkpoint. Dankeschön. Genau, ich bin letzte Mal hier hinten gelandet und dann habe ich den Checkpoint da vorne ganz gekonnt verpasst. Naja, egal. Jetzt sind wir wieder hier. Amazing! So, und jetzt sind wir hier wieder im Weltall. Also, das ganze Spiel spielt ja im Weltraum, aber wir sind jetzt wirklich außerhalb von dem Park. Nein! Das war dumm. Ich hätte da landen müssen. Ja, also, wie gesagt, man landet hier gerne mal im Abgrund. Und ich weiß, dass ich hier damals schon sehr viele Extra-Leben verbraucht habe.
So, aber ich bin immer noch amazing. Das ist sehr schön. Die hätten hier noch einen Checkpoint hinmachen sollen, finde ich. Okay, wir sind hier gelandet. Das bringt mir jetzt genau was? Ich kann hier im Kreis laufen. Aha. Ich kann auch nur diese... Hui! Dankeschön. Andersfarbigen Asteroiden angreifen. Ach, die Schwerkraft lässt grüßen. Richtig, ich erinnere mich. Ui. Hier müssten wir ein bisschen aufpassen. Ah, hier ist wieder normal. Okay, zack. Hier nicht, doch hier schon wieder. Das finde ich aber sehr schön, dieses Spiel mit der Schwerkraft. Das macht die ganze Sache echt interessant, wie ich finde. Und ihr merkt schon, die Stages hier sind extrem lang. Nicht nur, weil ich gefailt habe, sondern allgemein. Hui, das war viel zu knapp. Und da haben wir auch schon das Ziel. Okay, das war die erste Stage. Also, ich sag mal, die Bekanntschaft mit dem Abgrund, auf die hätte ich verzichten können, aber ansonsten war das schon okay. Und damit haben wir jetzt auch das lilafarbene Wisp befreit und in die Welt verteilt. Und ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit der zweiten Stage. Ich weiß, dass diese Welt wirklich hart war. Also das ist natürlich die schwerste Welt, deswegen ist es auch die letzte. Die ist wirklich nicht ohne. Muss man so sagen. Kann ich mich eigentlich hier durchfressen? Ja, okay. Sehr schön. Combo! Yay, Wandsprung! Hat sogar funktioniert, ich bin begeistert. Hui! Ah, diese Dinger hier werden aktiviert und wenn die rot werden, dann kommen die aus der Wand raus. Und zerquetschen uns. Und schieben uns, beziehungsweise die schieben uns so aus dem Bild raus. Das sieht cool aus. Deswegen muss man da aufpassen. Habe ich nicht gesehen. Oder so ähnlich. Okay. Genau so. Ich stelle mich momentan aber auch gut an. Begeistert. So. So, diese Plattformen verschwinden. So. Okay. Ui. Nee, da möchte ich nicht runter für den roten Ring. Oh Gott. Erstmal hier landen. Ich muss auf die drauf springen, oder? Checkpoint, bitte. Ah, okay. Hui! Das ist auch gut gemacht, dass wir hier über die Planetenringe so laufen können. Das finde ich eine richtig gute Idee. Sehr schön. Nom 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 nom. Ich möchte nicht wissen, wie das später in der Aufnahme laggt. Naja. So. Einmal hier rum. Ja. Stacheln. Oh. Ja, richtig. Jetzt kamen diese Sachen mit der Schwerkraft und den Blöcken, die einen zerquetscht haben. Richtig, ich erinnere mich. Die Stelle mochte ich damals schon nicht. Und ja, ich bin etwas feige, ich warte hier lieber. Vor allen Dingen erinnere ich mich, dass ich damals das Ziel nicht gefunden habe. Frag mich bitte nicht, warum. Und hier ist die Schwerkraft wieder normal, wie es scheint. Okay. Dann muss ich bestimmt hier hin.
Was zur... Wo wurde ich jetzt bitte schön getroffen? Ich will das nochmal in Zeitlupe sehen, wo ich da getroffen worden bin. Ich will den Videobeweis. Weil das habe ich jetzt nicht so gesehen. Dass ich da getroffen worden bin. Wahrscheinlich von der Ecke irgendwie so. Das ist eine Ecke. Ich habe nur noch 5 extra Leben. Ich sollte aufpassen. Aber diese Welt wird eben ein bisschen schwieriger. Ich hatte auch nicht erwartet, dass ich hier da so durchrasen kann wie durch die anderen Welten. So, aber hier kann ich auf jeden Fall schon mal warten. Wir machen das jetzt vorsichtig. Weil ich möchte eigentlich ganz gerne noch ein paar extra Leben behalten. Problem ist einfach, wenn man keine extra Leben mehr hat, dann zählen diese Checkpoints nicht. Da muss man die ganze Stage nochmal von vorne machen. Und das ist echt deprimierend. Das weiß ich aus Erfahrung. So, da war die Schwerkraft jetzt wieder normal, genau. Jetzt gehen wir hier runter. Ich habe keine Ahnung, ob links oder rechts. Warum? Ich hasse dich, Spiel. Manchmal hasse ich das Spiel wirklich für solche, wie soll man sagen, Pixel-Entscheidungen. Also das finde ich dann doch ein bisschen unfair, dass man wirklich von dieser kleinen Ecke rausgedrückt wird. Weil rein theoretisch, solange diese Wand noch nicht ganz vorne ist, kann die uns ja eigentlich nicht wehtun. So von der Logik her. Und dann finde ich es doch ein bisschen komisch, sobald das Ding rauskommt, dass wir dann sofort getroffen werden. Aber okay. Hier weiter? Fragezeichen. Und ich glaube, hier gab es doch keinen Checkpoint zwischendurch. Doch hier. Sehr schön. Ah, nein, 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 ich... Nein. Nein, wo lande... Ah, ich bin da tot, wenn ich da lande. Ah! Okay. Sehr schön zu wissen. Wie komme ich denn da am besten runter? Das ist die Frage. Oh je, ich ahne Fürchterliches. Nein, nicht geschafft. Und ich traue mich da nicht zweimal runter zu springen. Dieses Ding ist böse zu mir. Es hat mich schon so oft aus dem Bild geschoben. Nein, warum schaffe ich das nicht? Ich komme doch weit genug. Also, egal was ich über andere Stages gesagt habe, bis... Ich hasse es bislang. Das hier ist meine Hass-Stage. Offiziell. Das weiß ich nämlich noch. Das hat mich damals schon richtig... abgefuckt. Und ja, ich benutze auch solche Wörter in solchen Zusammenhängen gerne mal. Kann doch nicht sein... dass ich da nicht runterkomme. Aber wo soll ich denn bitte sonst hin? Ich kann nur hier runter. Etwa so. Okay. Aber dann ist die Frage, wo ich dann hin muss. Dahin. Dorthin. Und hier ist es wieder normal. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Da ist das Ziel. Ich will auf die Plattform. Dankeschön. Wow. Naja, das rettet mich jetzt zwar auch nicht mehr, aber wenigstens ein extra Leben. Das war eine Nervenprobe.
Okay. Aber eine Stage machen wir noch. In der Hoffnung, dass die etwas humaner ist. War das diese Stage? Ich bin mir gar nicht. Ja, das war diese Stage. Die war okay. Denn hier ist schon das Ziel. Was total merkwürdig ist eigentlich. Aber wir müssen uns jetzt durch die ganze Stage einmal durcharbeiten. Ah nee, die war gar nicht so human. Oh ja, richtig. Die war nett bis auf die eine Stelle hier. Ja, I remember. Man muss auf die Dinger draufspringen. Das ist das Problem. War diese Stage. Die habe ich komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen. Das wird. Ich habe ja auch jetzt keine Extra-Leben mehr gleich. Das wird in diesem Part, glaube ich, nichts mehr. Ich spiele mich jetzt mal so ein bisschen ein und das machen wir wohl im nächsten Part eher. Und ich sage noch am Anfang, die ist human. Der Witz war gut. Ich will da drauf landen. Okay, einen Versuch machen wir noch. Dann habe ich eh keine extra Leben mehr. Also man musste da drauf landen, das weiß ich. Oh je. Hey, ich habe den roten Ring bekommen. Ich würde sagen, wir machen diese Stage mit diesem Part noch, aber ich werde mal eben ein bisschen an dem Video rumschnibbeln. Das mit dem Game Over lasse ich nicht auf mir sitzen. Wir sehen uns gleich wieder. So, man sollte eigentlich da oben drauf landen. Das ist das Ziel dahinter. Und jetzt kann man sich aussuchen, ob man den Cube möchte oder die Stacheln. Ich möchte aber die Stacheln haben, damit ich hier oben entlang kann. Halt, ich will das extra Leben, danke. Und damit ich nicht wieder da unten lang muss. Ich kenne mich, ich springe in die Stacheln. So, das ist okay. Denn jetzt haben wir da oben den Cube freigesetzt. Und mit dem, ich werde dich noch eben umbringen, mit dem kommen wir jetzt durch diese blauen Blöcke durch und können direkt zum Ziel. Meine Güte, ich frage mich, warum ich mich gerade so blöd angestellt habe. Die Stage ist nicht schwer, vor allen Dingen ist die nicht lang. Aber die kann einen ganz schön ärgern. Also das war heute so ein richtiger Fail-Part. Aber hey, wir sind durchgekommen. Und ich finde, dafür habe ich mich in den Parts davor eigentlich recht gut angestellt. Ich habe sogar noch ein B bekommen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, im nächsten Part werden wir zumindest die nächsten drei Stages machen, denke ich. Ich hoffe, dass ich da halbwegs unbeschadet durchkomme. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Sonic Colors und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.